Ja, und damit. Noch Leben können Ärger machen. Ja. Also ausschalten und zum Boot vorarbeiten. Erledigen wir das. Jetzt lass mich doch mal mein Intro machen. Also damit herzlich willkommen zu der zweiten Episode. Wir sollen ja hier die Wachen erstmal eliminieren, hier im Wasser. Wir haben dafür erstmal ein Wurfmesser. Und wir werden die auch erstmal wieder einsammeln, so wie wir die verwenden. Da ist ein Patrouillenboot im Hafen. Bleibe unentdeckt. Scheiße. Achtung, die sehen dich. Geil, das hat schon mal überhaupt nicht funktioniert. Ich habe eine Waffe. Captain, ich habe eine Waffe. Kühlen Kopf bewahren. Oh. Ja, ich glaube, das traue ich mich nicht von der Entfernung da. Kommt ihr doch mal her. Weiß auch keiner. Ich glaube, das sind jetzt ein bisschen aufgescheucht. Gut, alles klar. Ging nie besser, Boss. Fuck. Erledigt. Weiter so. Ich höre jemanden. Aber ich sehe nicht. Da ist das Boot schon wieder. Einer weniger. Gut gemacht, Mann. Alcatala hat noch ein Patrouillenboot. Hol es dir. Ah, fuck. Und ich habe noch 3 Schuss. Ah, scheiße. Wo ist der andere? Alter, das klingt total nah. Oh fuck. Gehen wir mal nach unten hier. Oh ja, fahrt's vorbei. Guess, nimm dir das Patrouillenboot vor. Ausschalten, falls möglich. Von denen gibt's noch mehr. Ich brauche Munition. Da ist er. Scheiße, komm, bleib stehen. Fuck. Scheiße, ja, das ist jetzt mein Problem. Schwimmen wir mal hinter das Boot. Hoffentlich habe ich so viel Luft. Ja, gleich. Warte mal, da war jetzt doch jetzt. Komm. Bin oben. Bleib nicht zu lange da oben. Oh, das geht sogar im Wasser. Nice. Und wir haben auch hier einen Schalldämpfer. So, Kollege, wo bist du? Feind am Boden. Nice. Sehr gut, Gas. 37 Schuss. Ziele, Remedy Docks. Gott verdammt. Katala erledigt. Weiter so. Hast du was zum Mitnehmen für mich? Ach Mann! Arbeiten uns zum Boot vor und bestatten Alcatala auf See. Geht so schnell wie möglich vor. Wir haben vielleicht nicht viel Zeit, John. Wieso? Was ist denn das? Warum ist das nur so ein Mini-Moment, wo ich hier rauf kann? Das ist doch total dämlich. Alter, das kann's doch nicht sein. Lass mich da. Jetzt halt vielleicht hier besser. Komm.
Mann! Hat das keiner testet vorher? Komm, Leertaste. Komm. Ah, ich geb's auf. Weil hier beim zweiten Boot könnte man noch rauf für die Munition. Komm, lass mich doch mal rauf. 30 Schuss, naja. Wo ist der Rest? Ach, da unten. Okay, wir gehen mal runter. Das ist jetzt natürlich, wo ich bin. Wo sind sie hin? Scheiße, ich sehe sie nicht. Da hinten haben wir jetzt gerade was gesehen. Weniger. Gut gemacht, Mann. Fehlt noch einer. Wo ist der andere? Wo ist der zweite? Ich würde ja hier gern mal rauf. Komm, lass mich rauf. Bitte. Mann. Kann doch nicht so unmöglich sein. Komm, bitte. Ich will... Ach, was für ein Trigger gehst du? Oh. Oh, da hinten sind noch viel mehr. Ich glaube, da ist der andere. Ich sehe ihn gerade. Zwei sind da hinten. Erledigt. Bleib dran. Und Nummer 2, kommst du auch daher? Ja, komm her. Feind am Boden. Sehr nice. Gut, und er noch, komm her. Oh, gleich 2. Ich habe einfach nicht so viel Munition. Ich muss hier irgendwie rauf. Oder kriege ich die Munition da so? Komm. Jetzt lass mich doch mal rauf. Herr, mein Gott. Ey, das kann es nicht sein. Das ist immer nur so für einen kurzen Moment. Ah, echt jetzt. Aus der Kopfwaffe. Ah, Pistolenmunition. 23 Schuss. Feind am Boden. Bleib dran. Nice. Wo ist eigentlich mein Kollege? Gas, bin beim Frachtboot. Komm her, sobald du kannst, aber bleib wachsam. Ja, ich versuch's ja schon. Bin fast da. Sicher. Ah, oh, jetzt geht's auf einmal. Bin gleich da, Sergeant. Bist du? Ja, okay. Also gefühlt haben wir jetzt irgendwie alle hier erledigt. Gibt da überhaupt noch jemand? Mitten in Amsterdam. Amsterdam, so. Moin. Du hast verschlossen. Also, ich kenne dich nicht mehr lange. Mir nach. Laswell, wir gehen jetzt an Bord. Verstanden. Berichte mir bitte. Roger. Ende. Hör mal. Spanisch. Klingt ganz so. Bereit? Nö. Losgehen. Was für ein Blut... Oh ja, dich hätte ich gerne. Wobei andererseits...
tausche ich dich so. Sorry fürs Warten. Sieh mal. Las Almas. Mexikanisches Kartell. Was verdammt machen die hier? Las wohl. Vor allem viel Rauchen. Uns dein Kartell für den Transport. Gib mir einen Namen, John. Las Almas. Hassan arbeitet mit den Narcos. Moment. Habe ich sie getroffen? Ja, Schrotflinte ist was Gemeines. Aber ja, andererseits. Hier noch mehr. Noch mehr Kartell. Ja. Hier, spätestens jetzt haben es alle gehört. So sicher. Nicht. Sein Telefon. Nimm es. Oh. Wo denn? Na los. Ja, wenn ich wüsste, wo? Achso, er, da. Okay, durchsuchen. Das Kartell trifft sich mit Alcatala. Laswell, such Café Gracht. Irgendwas passiert da gleich. Wann? Eine Stunde. Polizei wird eine Freude haben, wenn sie das Ganze hier findet. Bravo 6 an Watcher 1. Bin im Café in Position. Zwei am Tisch auf 3 Uhr. Einer vom Kartell, ein Iraner. Wie gemütlich. Was treiben Sie? Eine Transaktion durchführen. Elektronisch? Positiv. Das Kartell kriegt für irgendwas Geld. Finden wir heraus, wofür. Wachen? Ja. Die knöpfe ich mir vor. Hab nicht den ganzen Spaß alleine. Verstanden. Komm in deine Richtung. Spritze. Gift? Nicht tödlich. Es setzt sie nur außer Gefecht. CIA-Scheiße. Willkommen in meiner Welt. Benutzt die Nadel für die Wachen und wir verpacken unseren Freund. Und du? Ex-Phil. Sag wann. Roger. Übrigens zu der Stil-Designs gesagt. Wir sprechen Wann brechen sie auf? Okay, das wollte ich jetzt nicht. Bleib an ihm dran. Aber was ich sagen wollte, das ist hier 1:1 nachgebaut, wie es momentan in Amsterdam auch wirklich aussieht. Da gibt es so Vergleichvideos und das sieht einfach 1:1 so aus. Also auch von den Schildern und so. Sieht mega schön aus. Offenbar geil. Bewacht das Kartell die Brücke. Wir sind dran, Sergeant. Echt? Moment. Was soll ich denn machen? Zwei Kartellwachen am Ende der Brücke. Halte deine Waffen versteckt. Was genau soll ich jetzt machen? Okay, geht Teil, einer geht. In meine Richtung. Ich folge ihm. Ich nehme den auf der Brücke. Unterwegs. Schaut die Wache beim Kanal leise aus. No Alkohol in Public Spaces. 100 Euro Strafe. Echt? Ich wusste gar nicht, dass das hier verboten ist, dass man aus dem Kanal Alkohol trinken darf. Wie genau mache ich das? Hey, langsam, Kumpel. Zu viel, was? Wache ausgeschaltet. Okay. Brücke ist sicher. Gute Arbeit. Bei mir sammeln. Ja, komm schon. Watcher 1. Die Fracht ist menschlich. Ein VIP unterwegs in die USA. Wer, John? Nice. Major Hassan Ziani. Himmel. Das heißt, er ist in Mexiko. Also können wir ihn noch aufhalten? Wir müssen unseren Kartellfreund auf ein Gespräch. Wenn Hassan eine Rakete auch nur in die Nähe der USA bekommt, gibt es Tote. Was ist der Plan? Da sind überall Wachen bei ihm. Das Gebiet ist noch nicht erkundet. Es könnte weitere Wachen geben. Wir haben keine Zeit, die Gegend zu inspizieren, John. Hat jemand Lust auf ein Tattoo? Wir brauchen eine Ablenkung. Ich habe eine Idee. Treffen beim Café, Gas. Der Bodyguard? Okay. Ich
Also ist das das Café, ne? Da ist er ja. Moin. Was? Nimm die Ablenkung. Was zum Teufel ist das? Täuschgranate. Wird klappen. Zurück zu Laswell. Ziehen wir das durch. Ist das eine... Oh, da steht zweimal Kartell. Ist das eine gute Idee? In die Gasse rein. Sobald Panik ausbricht, wird das Kartell ihn wegschicken. Da komme ich ins Spiel. Auf dein Zeichen, Gas. Ablenkung platzieren. Es wird laut in der... Gas, die Wachen kommen. Schalte eine aus. Ich nehme die andere. Roger. Ja, das hat jetzt nicht so ganz geklappt. Und natürlich Panik mitten in der Stadt. Es wird laut in der... Die Wachen kommen. Schalte eine aus. Ich nehme die andere. Roger. Ich übernehme. Schnauze. Willkommen. Soll ich es vielleicht mit drei wegmachen? Paket gesichert. Sind unterwegs zu dir. Bestätigt. Kartell hinter uns. Deckung, Sergeant. Was, wo? Oh, da. Eins. Wir werden beschossen. Drei Feinde südlich von uns. Komm her. Verstanden. Ich komme. Achtung, die Polizei ist auf dem Weg. Noch 3 Minuten. Sicher. Gas, bring die Spritze. Ja, was? Wo denn? Also V. Spritze. Hoch mit ihm. Wir sollten ja ganz schnell weg. Watcher. Zeit zu gehen. Okay, ja, komm. Unterwegs. Oh. Gut gemacht. Du auch. Wir müssen wissen, wohin sie Hassan bringen und ihn abfangen. Wir wecken ihn auf und plaudern mal. Wird er reden? Ich kann sehr überzeugend sein. Colonel Wallace. Station Chief Laswell. Ich dachte, wir wären schon beim Du. Das muss erst sein. Ist es. Ich brauche Hilfe, Alejandro. Ich höre. Das Las Almas-Kartell schmuggelt einen iranischen Terroristen über die Grenze. Laswell, Terroristen kommen nicht über die Südgrenze. Wir wissen das, Sie wissen das und genau deshalb machen Sie es. Wir müssen das verhindern. Wer ist mein Ziel? Major Hassan Ziani. Okay, wann? Heute Nacht. Ich habe eine Drohne angezapft, habe alles im Blick. Sind im Wasser. Der Grenzschutz ist ausgerückt. Narcos nutzen Migranten als Ablenkung. Sie könnten gerade Hassan wegbringen. Okay. Ist das FBI involviert? Eine Stunde entfernt. Momentan liegt alles bei euch. Bereit, Alte. Rodolfo, vergiss diese Migranten. Das Ziel bewegt sich. Sie sind wohl in einem Boot über den Fluss. Suchen wir es. Gute Idee. Wir sind dran, Watcher. Alejandro, lass Hassan nicht über die Grenze. Verstanden, Ende. Kommt darüber, ist das die Zuständigkeit der USA. Dann müssen wir das wohl verhindern. Okay, wird spannend und wir kommen hier echt ganz schön rum. Oh, da ist das Boot. Sie, Colonel, da, Nordseite. Das ist der Boot. Stopp hier. Das Kartell verlädt Hassan schnell. Wir kriegen sie noch, bevor sie drüben sind. Entendido. Die Mauer ist vor uns. Bereit machen. Das Las Almas-Kartell kooperiert mit dem Iran. Das ist neu. Und wenn Hassan rüberkommt... Taktikänderung. Psst. Ich zähle 4 Feinde. Mach das Licht aus. Ich sehe Hassan auf der Mauer. Mirda, er ist rüber. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Wir müssen eingreifen. Ja, pasó. Toma la escalera. Despejado. Despejado. Watcher, das Ziel ist rüber. Er ist auf der Flucht. Wir folgen ihm.
Colonel, das ist nicht ratsam. Wir haben dort weder eine Vollmacht noch Personal. Ich weiß. Machen Sie dem FBI Druck und kontaktieren Sie die örtliche Polizei. Ende. Ja, Bomben kann ich jetzt noch nicht rauf. Nimm die Leiter, los! Ah, jetzt, Steuerung. Ja. Oh, Spiel, lass doch das mal mit der Unschärfe. Sichtkontakt! Negativ, er ist weg. Dann verfolgen wir ihn. Na los. Das Kartell wird ihn zu einem Lagerhaus in der Stadt bringen. Wir müssen es finden. Roger. Hassan hat hier mehr Freunde als wir. Pass auf. Ja, ich will aber eigentlich keinen Hund erschießen. Hassan will hier entlang. Ah, komm. Fuck. Jemand. Diese Wichser. Ah, wir tun euch nichts. Wir sind die Guten. Hey! Was Spezialeinheit! Bleiben Sie bitte drinnen! Gehen Sie wieder rein! Oh, Scheiße! El Campo está libre. Muévete! Das Problem ist, dass hier in Amerika die meisten Leute Waffen haben. Sichtkontakt. Da kommt Auto. Mach auf! Ich gebe Deckung. Was ist euch da hier? Sargento. Geh an die Tür. Welche Tür? Hier? Spezialeinheit! Spezialeinheit! Willst du auch runter, Mann? Mit der Waffe? Ah, Scheiße! Ziviles Opfer, Entschuldigung. So, komm, mach auf. Spezialeinheit! Spezialeinheit! Willst du auch runter, Mann? Mit der Waffe? Nicht. Treten Sie zurück! Okay, so, nicht schießen! Die Männer, die hier durchkamen, wo sind die hin? Was ist da? Los geht's! Entschuldigung. Wir müssen los. Watcher, wir sind an der Ecke Flores und Barajas. Sil bewegt sich westlich zu einem Lagerhaus. Verstanden. Ich schicke die örtliche Polizei. Roger, Ende. Und die wissen? Oh. Kartell patrouillieren. Schalte sie aus. Ach, Scheiße, da ist ja noch eine. Alles sicher. Despejado. Schau, sie sind da lang. Alles klar? Es ist holy nichts. Shit, jetzt machen wir hier noch. Und du? Alles gut. Uns geht alle. Hier durch. Hassan könnte alleine sein. Nicht lange. Spezialeinheit runter! Einheit. Zum Teufel! Verschwindet aus meinem Haus! Spielt ihr nichts durch? Ich suche jemand anderen. A la verga, bewache sie! Der Mann, der eben hier durchkam. Wo ist der? Hey, ganz ruhig! Yesenia! Hände hoch! Ey, ey, ey! Fass ihn nicht an, verdammt! Keine Scheißbewegung. Antworte! Draußen! Er ist zum Lagerhaus gerannt! Welches ist das Lagerhaus? Blau, zweistöckig, am Ende der Straße. Okay, ihr habt, was ihr wollt. Jetzt geht! So, können wir jetzt bitte gehen? Denk lieber zweimal nach, bevor du dich bewegst. Ciao. Rolfo, auf geht's. Roger. Lokale Polizei. Lass mal an Bord halten. Die scheiß Waffen fallen lassen. Sofort. Tu einfach, was sie sagen. Wir klären das. Tu das, was ich dir sage. Oder ich knall dich ab. Kapiert? Vortreten. Ich will deine leeren Hände über dem Kopf sehen. Ich habe kein Problem damit, dich zu erschießen. Ja, mit amerikanischen Polizisten sollte man halt... Hast du was mit den Ohren? Colonel Alejandro Vargas, Spezialeinheit. Wir verfolgen eine Terroristin. Gomez, warte. Das sind ihre Leute.
Ist schwierig, euch vom Kartell zu unterscheiden. Wo ist euer Verdächtiger? Ich habe ihn schon. Holy fucking shit! Na ja, toll. So viel zur Polizeiunterstützung. Wir müssen los! Scheiße, wo sind die? Noch zwei. Greif an, wenn sie nah genug sind. Nein! Scheiße! Was, wo? Fuck, 17 Schuss noch. Durchsuch das Innere. Ich versperre was, wo ist die Waffe? Ja, wechseln. Geh rein, ich übernehme die Außenseite. Warum muss ich nach innen gehen? Ah. Entrando. Diego, Polizia! Ah, Mann, ich dachte, da wären jetzt alles Feinde da drin. Ja. Ich mach das natürlich wie ein Profi. Guillermo, Polizia! Arschloch. Hab ich dich jetzt getroffen? No disparen, no disparen! Achte auf Flüchtige. Ja, ich hab dich. Geh mal nach oben. Geh in den ersten Stock. Fuck. Alter, kann doch nicht so schlecht sein. Wobei, kann ich doch. Bin ja ich. so. Einschlagen. V. Letzte Tür hier. Ah, das ist die richtige Tür. Oh, scheiße. Verbrennt alles. Und was ist unser Kollege? Weißt du, wer ich bin? Du bist ein Terrorist, Pendejo. Ich bin Soldat. Und hier, um zu kämpfen. Nein. Lasst ihn brennen, wie Gorbrani brannte. Hey, ich geh rauf. Wie ist dein Status? Rodolfo, ich geh jetzt rein. Coronel, nicht. Ich komme nicht raus. Wo bist du? Hör zu, Hassan ist nicht hier. Wie es aussieht, bringen sie ihn weg. Rudi! Etwas überquert den Atlantik. Es ist ein Schiff. Es liefert irgendwas. Halt durch, Bruder! Ich hab dich! Hassan steht wieder in Las Almas unter Kartellschutz. Mexikanische Spezialeinheiten haben bestätigt, Hassan schafft was Großes Richtung US. Es könnten Container mit Raketen sein. Wir wissen nicht, wie viele und kennen die Ziele nicht. Deswegen müssen wir Hassan fangen und zum Verhör bringen. Wir schicken Soap und Ghost mit der nötigen Unterstützung, um sich den mexikanischen Spezialeinheiten anzuschließen. Wir können keinen Krieg in Mexiko starten, General. Natürlich nicht. Ich beauftrage Philip Graves und seine Shadow Company Söldner als Unterstützung. Mit ihren Einsatzregeln können wir das leichter durchziehen. Verstanden, Sir. Finden wir Hassan. Alejandro! Sergeant McTavish! Nenn mich Soap! Lieutenant! Lass mal sagt, alles sagen Ghost. Eigentlich glaube ich, es wäre ihm lieber, wenn... Das ist genug. Willkommen in der Stadt der Seelen.
Ich war noch nie in Mexiko. Das ist nicht Mexiko. Das sind Las Almas. Shepherds Auftragnehmer kommen als Verstärkung. Sie bringen Hardware. Sie brauchen Platz. Meine Basis gehört euch. Gut. Wo ist Hassan? Kartellunterschlupf. 10 Kilometer. Steigt ein. Vamos, muévanse! Das ist mein Stellvertreter, Sergeant Major Rodolfo Parra. Le tengo miedo a los fantasmas. Kannst du Spanisch? Nein. Das wirst du. Viel Bewaffnete. Hey, tranquilo. Ruhig. Das ist normal hier. Waffen auf der Straße sind Sache der Polizei. Wo ist die Polizei? Nun, Las Almas hat ein ernsthaftes Problem. Nur noch wenige hier vertreten das Gesetz und wer sich gegen die Korruption stellt, verschwindet. Was ist mit dem Militär? Unsere Ausbildung ist gut. Also rekrutieren die Narcos-Soldaten. Und euch nicht? Wir sind von hier. Wir sind los Vaqueros. Die Cowboys. Wir lieben die Stadt. Wir würden für sie sterben. Kinderwaffen und Ballons. Mal was Neues. Die Narcos wollen so die Leute für sich gewinnen. Sogar die Kinder? Ganz besonders die Kinder. Was steht auf den Tüchern? Narcomantas. Kartelldecke. Warnungen von El Sin Nombre. Markierung für San Revier. Die Straßen hier sind voller Tod. Wer ist Sin Nombre? El Sin Nombre. Der Namenlose. Der Anführer des Las Almas-Kartells. Wo finden wir ihn? Gar nicht. Keiner weiß, wer er ist. Aber er ist überall. Und das ist die Schwierigkeit. Aber los Vaqueros mögen es schwierig. Mit deiner Maske hast du gut hier reingekauft. Oje, calma da. Kontrollpunkt von der Armee. Nach rechts. Wieso? Meine Truppen gehören zu El Sin Nombre. Wie ich sagte, er ist überall. Er versetzt Hassan in ein Dorf hinter dem Fluss. Hoffentlich ist er da noch. Wir sammeln. Feuerzeiger über Vaqueros. Wo halten Sie denn Hassan? Weißer zweistöckiger Bau am Stadtrand. Todos los hombres están listos. Tres, dos, uno. Entra, entra! So, da sind wir jetzt aber auch am Ende der Episode. Wir sehen uns bei der nächsten. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Bis dahin dann. Nein, nicht jetzt. In der nächsten Episode. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.